Bisher bei Quantum Break. Paul! Stopp! Komm zurück, verdammt! Es wird Zeit, dass du mir alles erzählst. Will hat das einzige Gerät gebaut, das den Riss aufhalten kann. Eine zweite Zeitmaschine? Nein, 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 nein. Was? Gott verdammt! Wir können sie nicht reparieren. Ich kenne vielleicht jemanden, der es kann. Sophia Emerald. Die Monarch-Forscherin. Sie ist heute Abend auf der Monarch-Gala, aber die ist abgeriegelt. Es wird unmöglich sein, an sie ranzukommen. Außer ich habe eine Einladung. Martin, ich befürchte, Sie müssen die Rede heute Abend für mich übernehmen. In Ordnung. Jack und ich haben sehr viel nachzuholen. Die Sicherheitsvorkehrungen bei der Gala waren hoch. Sie sind ein ziemliches Risiko eingegangen, dort aufzutauchen. Wenn wir Dr. Emerald entführen wollten, mussten wir es von innen tun. Beth Wilder. Sie haben ihr schnell vertraut. Wir hatten gemeinsame Interessen. War das alles? Ja, das war alles. Hallo. Ich hätte nicht gedacht, dass du dich so in Schale werfen würdest. Vielleicht hältst du lieber die Klappe. Wir versuchen, etwas Ruhe zu haben, bevor es losgeht. Okay. Befreist du mich aus diesem Stuhl? Hör auf zu zappeln. Du wirst das hier brauchen. Vielen Dank. Klar. Wie sieht's aus da draußen? Und damit? Sie glauben sich in Sicherheit. Hoch. Alle konzentrieren sich auf die Party. Dein wahnsinniger Plan scheint zu funktionieren. Und Dr. Emerald? Ich habe sie noch nicht gesehen. Aber sie wird entweder bei der Party oder in ihrem Büro im F&E-Labor hier auf der Insel sein. Ich misch mich bei der Party unter die Leute. Du süffelst also Champagner, während ich in eine Hochsicherheitsanlage einbreche? Du hast wohl an alles gedacht. Ich heb den Cocktailwürstchen auf. Oh, na dann. Ich kann meine Tarnung nicht die ganze Nacht aufrechterhalten, aber ein wenig Zeit haben wir noch. Du kannst also nicht mit mir zur Vordertür raus. Das ist sowieso der schnellste Weg zum F&E-Labor. Ich habe das Sicherheitssystem des Hintereingangs deaktiviert, aber es wird Wachen geben. Meld dich, wenn alles in Ordnung ist. Und Jack, du weißt, worum es hier geht. Es geht nicht um Rache. Ich bin nicht wegen Paul hier. Na gut. Viel Glück. Danke. Hey, ihr entkommt! Verdammt, das wird morgen ganz schön wehtun. Meine Kräfte wuchsen und ich lernte, sie besser zu kontrollieren. Ein großartiges Gefühl. Wer hat diese Türen gebaut? Hilft wohl nur mehr Tempo, um da durchzukommen. Hier. Ein Bildchen.
Sehr Science-Fiction-mäßig und sehr Monarch. Aber es scheint, dass es nicht von Ihnen in Auftrag gegeben wurde. Hey Beth, ich bin soweit. Was jetzt? Du wirst gleich am Radar zu uns. Sag Bescheid, wenn du drin bist. In Ordnung. Du hättest mich ruhig warnen können, Beth! Okay, wie komme ich zum Radarturm? Hoch mit dir. In Ordnung. Das wäre erledigt. Ich weiß nicht, wie wir die Trockendock-Sache der Öffentlichkeit erklären sollen. Es waren nur unsere Leute da. Wir können erzählen, was wir wollen. Wir nennen es einen Unfall oder schieben es Joyce in die Schuhe. Ja, er kann ruhig der Sündenbock sein für das, was er angestellt hat. Die Zeit fühlte sich hier zerrissen an. Faszinierend. Die Kanone schien von der Zeit losgelöst. Der Zeitstrang der alten Kanone fühlte sich lose an. Ich konnte sie verändern. Gutes Ziel für eine Kanone, Jungs. Ich habe nachgedacht. Die Berechnungen von Monarch geben an, dass die Anomalien häufiger auftreten werden. Wenn eine auftritt, während wir uns Dr. Emerald schnappen... Wirst du in der Zeit eingefroren? Ja, ich weiß, das ist ein Risiko. Monarch-Spezialsoldaten haben Anomalie-Schutzanzüge. Ich wette, Dr. Emerald hat auch einen in ihrem Büro. Ich schau mich um, vielleicht kann ich einen für dich finden. Ah, cool. In Ordnung. Gehört, Serena Troy ist in der Zelle besucht. Ja, ich habe gehört, dass ihn das persönlich interessiert hat. Jemand hat gesagt, das ist, weil beide Kräfte haben. Ich denke, so muss man das wohl nennen. Ich habe auch gehört, dass es um etwas Persönliches ging. Was treibt dieser Serena eigentlich? Der Gegner ist hier. Ich dachte, Hatch wäre der oberste Chef. Finn. Einerseits schon. Super, noch einer. Jack, ich habe das Sicherheitssystem deaktiviert und das Tor entriegelt, das zum Turm führt. Sag Bescheid, wenn du dort ankommst. Danke, Beth. Okay.
Ich muss zum Radarturm. Beth, ich bin beim Radarturm. Wo ist das Labor? Unter dir. Alles streng geheim. Der Lift im Inneren bringt dich runter. Ernsthaft? Was ist das hier? Das Geheimversteck eines Bond-Bösewichts? Du hast ja keine Ahnung. Fall bloß nicht in das Haifischbecken. Scheiße. Nicht. Willkommen. Ich weiß, Sie haben jemand anderes erwartet. Der Stream fängt an. Geben wir Monarch das Publikum, das Sie verdienen. Pflichten beschäftigt, die notwendig sind, damit wir weiterhin die Kontrolle behalten. Und darum geht es heute Nacht. Die Zukunft. Wir wussten alle, dass dieser Tag kommen würde, auch wenn Sie nicht wissen, was das bedeutet. Wir betreten eine neue Phase unserer Operation. Mit neuen Risiken und Herausforderungen. Und einem neuen Herzstück. Dem Kronon-Feldregulator. Oder CFR. Es ist bekannt, dass dieses Gerät seit 2010 der Mittelpunkt unserer Forschung ist. Aber was nur wenige wissen ist, dass dieses Gerät im Zentrum von Monarchs Plan steht, um die Gefahren der Zukunft zu meistern. Dieses Gerät. Alle runter! Herrje, was zum Teufel soll das? Ja, das wüsste ich auch gerne mal. So. Hey, Beth, ich gehe runter in die Labore. Okay. Auf der Party gibt es ein kleines Durcheinander. Serenes rechte Hand ist auf dem Podium. Es hätte aber Serene sein sollen. Schöne Vorstellung, sind. Sag bloß! Es ist Joyce von den Trockendogs. Unfassbar. Na ja, gut. Die Zeit ist wieder gefroren. Dr. Emeralds Büro. Anscheinend ist es eine Ebene höher. Da stimmt doch was nicht. Wird immer häufiger. Okay. Lass mich verlaufen. Wow. Eine Megadrohne. Das war eine Art Überwachungsdrohne. Die Tatsache, dass Monarch auch Augen im Himmel hatte, beunruhigte mich ein bisschen.
Hallo Spiel. Achso. Da steht zurück. Ist mir nicht aufgefallen. Gut. Was zur Hölle ist das? Was ist das? Es ist, als ob ich ausgesaugt werde. Das ist besser. Wozu brauchen Sie so ein Ding überhaupt? Das Ding saugte meine Kräfte aus. Wir nennen es den Kronondämpfer. Als Paul mich in der Zelle besucht hat, sagte er, die Zeit sei ein geschlossener Kreis. Glaubte, dass der Riss nicht repariert werden könne. Beim Anblick der Größe dieses Labors begann ich mir Fragen zu stellen. Wenn die Zeit enden würde, warum dann das alles? Das waren alle. Der Alarm würde ausgelöst werden, sobald die Anomalie zu Ende war. Die Zeit war knapp. Böse. Hier sind wir doch. Gekommen. Ich wollte gerade sagen, sollten wir hier langlaufen. Wenn hier zu ist. Upgrades anzeigen. Ja, dann machen wir das doch mal. Erlaubt bis zu 3 Zeitstopper aktivieren. Wuschen, hier haben wir Impuls. Mal hinten aus. Na gut. Dann gibt's nichts mehr, also. Okay, ich muss zu Dr. Emeralds Büro. Ich muss wohl einen anderen Weg hineinfinden. Was zum Teufel ist dieses Ding?
verdammte Schwachstelle gehen. Gegen ihn zu schwächen. Okay, ich muss eine Schwachstelle finden. Ist zu schwer gepanzert. Genau, der weiß gleich, wo ich bin. Das ist die Schwachstelle. Das war wirklich brutal. Stimmt. Gott sei Dank. Ziel wurde verloren. Ende. Wo geht's zu Emeralds Büro? Es war klar, dass Monarch die Krone und Technologie schon seit Jahren entwickelte. Sie waren auf den Riss vorbereitet. Nichts davon wäre ohne den CFR möglich gewesen. Vielleicht kann ich dort raus. Huh?
ist wahrscheinlich nicht der übliche Weg für Angestellte.